Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier ein bisschen gemeinsam spielen. Wir spielen immer noch Fallout 3, sind gerade in Arefu, sind von den Mutanten auf dem Weg dahin schwer zusammengeschossen worden. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir einen Arzt kriegen. In Arefu gibt es keinen. Vielleicht in Big Town, sonst müssen wir nach Megaton. Lass uns mal überraschen, ob wir das Heile überstehen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und dann krabbeln wir da mal hin, wa? Hallo, nochmals willkommen in unserem gemütlichen Dorf. Hallo, schon wieder da? Unterhalten wir uns noch ein bisschen. So, ich hätte vielleicht nochmal Mikro einschalten sollen. Das macht's dann besser. Naja. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir zurückkommen nach Dings. Megaton. Weil hier gibt's keinen Arzt, soweit ich weiß. In Arefu gibt's keinen Doktor, der einem helfen könnte, meine kaputten Knochen wieder zusammenzuflicken. Kann man hier beim Brahmin klauen, das geht schlecht. Der ist ja gut. Krach hier. Gucken wir mal, das ist eine Handelskarawane. Huch, da ruft einer an. So. Folgen wir mal der Karawane da. Also sie laufen schon mehr oder weniger in die richtige Richtung. Ich denke mal, die wollen nach Megaton. Ich würde sagen, ich laufe einfach neben denen her. Und gucke, dass die dann ein bisschen mit auf mich aufpassen. So viel dazu. Wie viele Punkte fehlen mir denn eigentlich noch bis zum nächsten Level? Ah, 500, komm, das ist machbar. Oh! Ein Bruderschafts... Nicht gut, aber wenn ich Glück habe... Helm bringt mir natürlich nicht viel. Aber mit etwas Glück kann ich hier wieder Beschuss. Ah, das sind wieder Ausgestoßene von der Bruderschaft. Okay.
Ja, gut. Kalen's Bed and Breakfast. Vielleicht gibt es bei Kalen's Bed and Breakfast noch irgendwas, was man klauen könnte. Da liegt eine Paintgun, die bringt mir nicht viel. Was hat er hier? 32er Muni ist schon mal ein Anfang. Da kann ich schon mal. Kann ich schon wieder 8 Gegner mit. Naja, weiß ich auch nicht, was ich mit denen machen kann. Töten wahrscheinlich nicht, aber. Da, die hat 10 mm Munition, sehr schön. Cigarettes, ja. Komm, das SMG nehmen wir auch mit, das bringt Geld. Es lauft nicht weg da hinten, ich brauche euch. Wait for me, Pilz. Blöd ist, dass die Jungs schneller sind als ich. Aber sind sie, glaube ich, gar nicht, ne? Was liegt hier? Sieht aus, wenn es drei Beine hätte. Ne, hat's nicht. Aber es hat eine Assault Rifle dabei und Kronkorken. Ach, der schon wieder. Genau. Ein Raider. Mit Shotgun. Sehr schön. Ein toter Wastelander. Wo ist Ken Rollins hin? Da ist er. Ich frage mich gerade, ist das ein. Ist das ein Charakter aus dem Mod oder gehört der ins Spiel? Das muss ich mal kurz auf im Fallout-Wiki ja nachgucken. Das will ich jetzt wissen. Ich bin ja nicht neugierig, aber das will ich eben wissen. Wie hieß der? Ken? Ken was? Wo ich da jetzt hinlaufe? Ken Rollins? Ken Rollins. Ja. Sam Warwick, in einigen Versionen heißt er auch Ken Rollins. Okay. Ja, sagt nicht immer Hallo, lauf da hinten hin. Kinnas. Gut, also Ken Rollins ist ein NPC, der immer böse ist. Okay. Ich glaube, in den Bus können wir nicht reingucken. Da laufen wir nicht mehr nach Megaton? Doch, tun wir. Sehr gut. Das für ein Dörfchen da? Ist das diese Kinderstadt? Da könnte man auch mal hingehen. Vielleicht ist da ein Arzt. Da brauche ich nicht ganz nach Megaton runter. Wäre ja ganz schön, wenn ich mich hier schon mal ein bisschen heilen könnte. Schon verstrahlt das Loch, oder? Nee, ist es gar nicht. Okay. Naja. Was ist das für ein Dörfchen hier? Da kommt wieder ein Trader. Ist das ein Trader? Das könnte ein Trader sein. Ich weiß, dass ich crippled bin.
Da der Eingang? Ne. Bist du nur ein Traveler oder bist du ein Trader? Was darf denn sein? Das ist ein Dorf. Wie komme ich in dieses Dorf rein? Was ist denn das für ein Dorf? Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, wie das hieß. Tschüss. Was? Ich bin verwirrt. I'm not tired. Ja, danke für die Info. Hey, schau dir das an. Weißt du von den idiotischen Grünschnäbeln, die nach Norden wollten? Wie? Da hinten scheint der Eingang zu sein. Dann gehen wir mal in das Städtchen rein hier. Und ja, lass uns mal überraschen, würde ich sagen. Würde ich so sagen, ja. Hallo. Was war denn das noch? Wie hieß denn das scheiß Kaff noch? Ich weiß auch, da gab es einen Mod für, der das Ding zu einer richtigen Festung aufgebaut hat. Dann hingen hier oben all Geschütze und so. Hey, wer sind Sie? Hi, Dusty. Immer langsam. Ein Spaß. Glauben Sie aber nicht, dass Sie hier sicherer sind. Genau. Was heißt hier Spaß, Vogel? Das war mein Ernst. Big Town. Hallo. Wir werden alle hier sterben. Hallo. Hier draußen. Hallo. Ist das nicht eine Frau? Nee. Wir können die Amerikaner immer weiter nach hinten fahren. Papi. Das scheint Kimba. Ja. Der Daytracks Pack Bram. Das ist bestimmt Daytrack. Genau, ist es auch. I'm looking for some transportation. Guck mal, der würde mich nach Megaton, Canterbury Commons und Paradise Falls bringen. Danach ist das sehr schön. Kimba. Nein, Red hat eine medizinische Klinik betrieben. Ah. Gut, dann müssen wir jetzt mal eben er hier. Nein, nicht erschießen, sondern nach. Ich muss nach Megaton. Ja. Schnellreise. Sehr schön. Ich war einmal abhängig. Jetzt bin ich es nicht mehr, zum Glück. So, was können wir denn hier nochmal. Ja, ja, so, mal gucken. Einmal rein nach Megaton. Willkommen in Megaton. Scheiß verkaufen, Rucksack kaufen. Hier sollst du irgendwo einen Rucksack geben. Hat mein Mod gesagt. Dass ich mir einen Rucksack aufsetzen kann, dann kann ich ein bisschen mehr tragen. Wer bist du? Traveler. Das ist bestimmt nicht hier oben, oder? Saloon, welcome, Saloon. Klinik, wir müssen erstmal in die Klinik. Wie viel Caps haben wir noch? Haben wir noch genug Caps? Ja, 1100 Caps haben wir. Das reicht dafür auf jeden Fall. Wow, was ist los? Ist hier Krieg oder? Nö. So, da ist die Klinik. Erstmal zum Doc. Ich muss erstmal zusammengeflickt werden. Das geht ja gar nicht hier. Einer. Sie sind alleine hierher gekommen. Ja, ja. I'm hurt, I need help. Dann wollen wir mal sehen. Alright, here's your money. Sind die Finger wirklich so wichtig? Ja. Schon in Ordnung. Da haben wir es schon. Schön. Das so. Ich brauche noch was. Ich kann das mal. So. Alles eine Spritze. Knochen aber und Spritze. Jetzt sollte ich aber wieder. So, meine Verstrahlung will ich ja noch behalten. Ja. Das ist alles, was ich brauche. So. Meine Verstrahlung will ich noch behalten. Ich bin erstmal wieder heile. Mein Red liegt bei 485. Gut. Wer wollte denn, dass ich mich verstrahlen lasse? Das war doch hier irgendwo, ne?
Der war da. Return to Moira. Moira war Moira hier in Megaton? Ja, war sie. Gut. Ja. Lasse die, die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Laber nicht. So. Vernehmen. Kommt und trinkt das. Habe ich gerade. Nee, Jet brauche ich nicht. Wenn, dann bräuchte ich einen. Nee, habe ich nicht, wa? Doch, da, Stärke plus 1, das könnte gehen. Ja, geht auch. Ein bisschen Wein rein, dann gehen wir mal zu Moira und lassen uns, dann soll sie mir... Was hat er denn hier? Und er hier? Also ich bin gar nicht so, also ich loote die einfach, ich bin da gar nicht so. Der ist ja tot, der braucht das ja nicht mehr. Würde ich mal so sagen, oder? So. Oh, wo ist denn Moira? Ist Moira nicht da oben? Ach, da hinten ist sie, ne? Hallo, 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 hallo. Könnt ihr auch mal was anderes sagen außer hallo? Hallo. Okay. Maggie, Harden Sims. Hallo. Megatron-Siedler. Was gibt's? Noch ein Metatron-Siedler. Ja, Megatron-Siedler. Nathan! Wo ist denn jetzt eigentlich schon wie... Auch wenn sie in einer unterirdischen... Es ist ihre... Wie bitte? Also... Wenn man's so sieht... Moment mal. Sie versuchen mich mit... Genau. So etwas verbitte ich mir. Nein. Hallo. Hallo. So, Kratos hat Supply. Die. Moira. Moira, 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 Moira. Oh, ich brauche Hilfe. Hallo. Oh. Das kann ich. Ja. Haben Sie jetzt ein bisschen Geduld und versuchen okay. Sie. Sie haben verdammt viel Glück, wissen Sie das? Lassen Sie mich noch ein paar Notizen. Ja. Yep. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten aus. Yep. Okay, etwas Brahmin-Milch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Nun, Sie leben. Das ist definitiv. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente. Sehr schön. Ich muss herausfinden, ich brauche jemanden. Das wird den. Naja, nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Mart. Okay, auf zum Super-Duper-Mart. Vor einiger Zeit. War klar. Was hat sie denn? Einen wunderschönen guten Abend. Was brauchen wir denn? 30 of 6 brauchen wir nicht. Abraxo Cleaner bringt mir auch nichts. Big Book of Science bringt mir gar nichts. Hier, da. Backpack. 35 Weight. Digital Camo Acupack. Snowpack. Snow Black, würde ich sagen. 45 Weight. Hm. Müsste ich hier noch ein bisschen Schrott verkaufen vorher, wa? Die eine Combat Shotgun kann weg. Ein Schwein braucht Minen. Die Red Rider, was soll ich mit einer BB-Gun? Kommt drauf, geschissen. Sniper Rifle braucht auch kein Mensch. Soll ich die verkaufen? Die Power Armor? Das muss ich gleich mal ausprobieren, ob das geht. Oh, hier. Carton of Cigarettes. Weg damit. Gute Jagd. Achso, Herr Mädel. So. Ich hätte gerne so einen Rucksack. Und zwar hätte ich gerne, ich habe 1061. Hm. 1022 wäre ein 70er. Die kann weg. Die kann weg.
Komm weg mit der 45er. Scheißegal, braucht kein Mensch. Was habe ich denn noch Schönes? Jet kann weg. Morphium, wobei Morphium ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Cigarettes. Aspirin weg. Empty Bottle weg. Skalpell behalten wir mal noch. 308 weg. 45 ACP weg. 10 mm weg. So. 9x19 weg. Die ganzen BBs weg. Die Dinger weg. Weg, weg, weg. Weg. Missiles weg. Railway Spikes alle weg. Microfusion Cell 136 Stück. Weg damit. Gute Jagd. Kann sie nicht, okay. So. Kann ich den auf dem Backpack tragen? Ja, kann ich. Und ich kann jetzt 405 heben. Sehr schön. Brauche ich Scrap Metal, okay. Und? Wie lief die Hat sie Scrap Metal im Angebot? Könnte ich gerade mal brauchen. Extended Magazine hätte sie im Angebot. Ach, das ist bestimmt das, was da liegt. Hammer, iPhone, Mac, Diagramm, Rocketwerfer, ne. Konduktor. Leafblower, Lunchbox. Ein Vacuum Cleaner, natürlich. Weil, warum sollte man keinen... Stimpaks sind nie verkehrt, die kannst du immer brauchen. Gute Jagd. Ich behalte sie so. Morgen. Ach, warte mal, kann ich vielleicht hier irgendwas noch... Ich behalte... Hier in der Nähe was reparieren? Sie im Auge. Ja, ja. So. Wie sieht's denn mit meinen Stats jetzt aus hier? 4-5. Ah, besoffen durchs Wasteland. Ist das nicht schön hier? Ich sehe nichts mehr, weil ich knülle voll bin. Aber ich habe bloß 1 Liter Wein getrunken. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Also eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. So, wer bist du? Du bist Traveler. Du bist auch Traveler, du bist auch Traveler. Du bist Traveler, du bist Traveler. Alle Traveler. Hä? Ist kein der hier kauft? Der hier verkauft? Nö. Hallo. Traveler, Traveler. Leo Stahl. Hey Leo. Leo spricht. Verdammt. Ach doch. Verdammt, wer hat ihn. Sie wollen helfen? Was soll. Sie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde eine Lösung. Hier, dieser Schlüssel ist... Ah, okay. Ja, gut. Achso, ich wollte noch auf die Speisekarte gucken. Kein Problem. Oh ja, Wochenende und Arbeiten, ne? Sonst geht's ganz gut. Und selbst? Was hat er ein schönes Angebot? Whisky. Whisky brauche ich. Whisky brauche ich für den anderen Schrott da hinten. Kommen Sie jederzeit. Ich finde, ich sollte zu seinem komischen Secret Stash mal eben gehen. Und dann sollte ich ihm, den Stash looten und dann, ja. Dann sollte ich, wo ist denn das Water Treatment da oben? Sollte ich seinen Stash looten, dann sollte ich seinen, sollte ich ihm die Drogen verkaufen. Ich denke, das ist die einzig richtige Lösung. Wo ist denn hier der? Hä?
Okay. Das ist der Ausgang. Wo ist denn der Ausgang? Da, die Hütte da war doch dieser komische. Nee, das ist die Bombe. Das ist doch die Klinik. Wo hat er denn den? Auf der Klinik? Wo hat er den Mist denn versteckt? Ah, ist das hier das Water Supply Butze? Das hier? Ja, ist es. Ja, Water. Was denn? Nun, alle wissen, dass die alte Wasser auf... Ich verbringe so viel Zeit... Überprüfen Sie die... Ja, alles klar. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach dem... Okay. Von mir aus auch das. Gut. Wie lange bin ich denn hier noch betrunken? Warten mal eben ein Stündchen. So. Jetzt sind wir nicht mehr betrunken. Gut. Wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte ihm den Mist verkaufen, ne? Wobei, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Super-Duper-Mart. Und dann schauen wir uns da gleich mal um. So, das war's auch schon wieder davon. Wir haben überlebt. Mussten wir tatsächlich ganz bis nach Megaton zurück. Ich habe da schon fast mit gerechnet, weil die kleinen Dörfer haben wohl nie Ärzte in diesem Spiel. Aber gut. Kann ja auch sein, ist ja durchaus realistisch, dass so ein kleines Kaff da, wo nur irgendwelche Leute gerade mal überleben, dass die keinen vernünftigen Arzt da haben. Das ist ja, naja. Aber wir haben überlebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Also ich streame wesentlich mehr als das, was hier auf YouTube auftaucht. Und ist unten verlinkt. In diesem Sinne sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal in Megaton.